Moin, hier ist Miro von Oleit und willkommen zu Tag 16 unseres Spendenkalenders, in dem ihr jeden Tag ein Gebot oder natürlich auch mehrere für den guten Zweck abgeben könnt und dabei eine von meinen limitierten Taschenlampen bekommen könnt, wenn ihr Höchstbietende seid. Heute ist die Warrior X Pro in Gunmetal Grey dabei. Die ist natürlich genau wie alle anderen Taschenlampen aus dem Fundus hier gebraucht. Das heißt, das sind meine, meine Präsentationslampen. Die hat einige Gebrauchsspuren und die zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz aus der Nähe. Hier direkt bei dem Schriftzug ist was und es gibt auch hier zum Beispiel ein paar Kratzer. Genau wie auf dem Kühlkörper hier vorne, da sollten auch einige Kleinigkeiten zu sehen sein. Aber viel ist es nicht. Also der Kratzer hier bei dem Schriftzug ist schon der stärkste. Ich würde sagen, insgesamt ist die immer noch in einem guten Zustand. Und diese Lampe ist ja auch eine extrem robuste Taschenlampe. Also vielleicht genau das Richtige für jemanden, der sie auch tatsächlich verwenden möchte. Die Warrior X Pro in diesem Fall hat 2250 Lumen und 600 Meter Leuchtweite. Das ist wirklich eine ganze Menge und die Lampe macht auf jeden Fall wirklich Spaß. Und ihr könnt darauf jetzt wieder auf YouTube wie immer bieten für 24 Stunden unten in den Kommentaren, am liebsten unter dem angepinnten. Ich wünsche euch viel Spaß und das Geld geht natürlich dann an den Verein Roter Keil. Bis morgen und allzeit gutes Licht.